In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du eine thematische Literatursuche vorbereiten und was du bei einer Datenbankrecherche beachten solltest. Eine Fachdatenbank verzeichnet fachspezifischere Literatur als Bibliothekskataloge oder Suchmaschinen. Außerdem enthalten Datenbanken brandaktuelle Zeitschriftenaufsätze und Konferenzbeiträge, die gerade erst publiziert wurden. Datenbanken enthalten ausschließlich zitierfähige Daten. Du findest dort qualitätsgeprüfte Inhalte für eine wissenschaftliche Arbeit. Der sogenannte Digital Object Identifier, DOI, garantiert die langfristige Auffindbarkeit dieser Quelle. Das klingt gut, oder? Doch wie gehe ich überhaupt bei einer Datenbankrecherche vor? Wenn du einfach eine Suchanfrage auf Deutsch zu deinem Thema einträgst, erhältst du in der Regel keine oder nur unzureichende Treffer. Denn Datenbanken weisen meist Veröffentlichungen aus aller Welt nach, die oft auf Englisch publiziert werden. Es ist wichtig, nicht die komplette Themenstellung in das Suchfeld der Datenbank einzugeben. Viel effektiver ist es, wenn du die Schlüsselbegriffe deines Themas identifizierst. Bei der Recherchevorbereitung solltest du auch schon Synonyme und verwandte Begriffe überlegen und notieren. Hier ein paar Tipps zur Formulierung der Suche. Dir fallen ähnliche Begriffe ein, die alle mit demselben Wortstamm beginnen? Dann verwende die Truncierung. Durch Eingabe des Sternchens werden alle Wörter gefunden, die auf unterschiedliche Endungen lauten. In manchen Fällen ist es wichtig, feststehende Wortpaare zu finden. Wenn mehrere Begriffe, wie zum Beispiel Global Warming, exakt in dieser Reihenfolge gefunden werden sollen, kannst du sie in Anführungszeichen setzen. Die erste Trefferliste ist oft noch nicht perfekt. Vielleicht hast du zu viele Treffer bekommen. Darum solltest du für eine Präzisierung der Suche besonders geeignete Treffer deiner Ergebnismenge genauer betrachten. Findest du in den Treffern weitere passende Begriffe, die für eine Präzisierung oder Erweiterung deiner Recherche geeignet sind? Notiere sie und verwende sie für einen erneuten Suchlauf. Es ist normal, dass du mehrere Anläufe mit verschiedenen Suchbegriffen und Formulierungen durchführst, bis du zu deiner idealen Ergebnismenge kommst.